Los geht's. Vielen Dank für die Einladung. Jetzt soll ich mich selber vorstellen. Das mache ich in einem Bogen, der gleich in das Thema einführt. Also wenn es Fragen zu meiner Person gibt, dann kann man die nachher noch stellen. Und ansonsten ergibt sich, glaube ich, alles über das, was ich hier vortragen möchte, in Thesenform. Was ich machen möchte als eine Vorbemerkung, ist dann doch etwas zu mir zu sagen, und zwar im Zusammenhang mit dem Thema Marx 68 und Subjektkritik. Das eine ist, ich weiß ja gar nicht, wie ich zu diesem Thema gekommen bin. Ich bin angefragt worden, etwas zu Marx zu machen. Das ist schön, das mache ich gerne. Und dann hat sich so im Laufe des meinerseits leider sehr zähen E-Mail-Verkehrs herausgestellt, dass auch etwas kommen soll zur Genese des sogenannten Poststrukturalismus. Also wie sich im Verlauf der 1960er und 70er Jahre mit Kernjahr 1968 in der sich irgendwie auf Marx beziehenden Theorie oder dann auch langsam nicht mehr auf Marx beziehenden Theorie und Philosophie herausgebildet hat, das, was man dann später den Poststrukturalismus genannt hat. Und darüber möchte ich ein bisschen was erzählen, aber in einer sehr breit angelegten Weise, die insofern biografisch mit mir zu tun hat, als dass ich Folgendes sagen muss. Ich habe 68 laufen gelernt, also ich war ein Jahr alt und bin insofern auch ein 68er, aber dennoch einer, der erst in den 80er Jahren seine politische Sozialisation erlebt hat. Das heißt, vor allen Dingen politische Sozialisation, das ist heute, glaube ich, nicht mehr so gewöhnlich. Politische Sozialisation, die schon in der Schulzeit stattfindet und auch außerhalb der Schule stattfindet. Sofern sie in der Schulzeit stattgefunden hat, da auch mit Kontakt zu 68ern, nämlich den Lehrerinnen und Lehrern, die mehr oder weniger eine 68er-Biografie haben und dann, was zu dieser Biografie gehörte, in den 70er Jahren in den Schuldienst gekommen sind. Ich muss natürlich dazu sagen, wenn ich hier in Chemnitz bin, ich bin aus Hamburg, also Westdeutschland respektive Bundesrepublik. Und das Zweite, was ich sagen möchte, ist, nach meinem Eindruck, der wurde vorhin schon bestritten im Gespräch, nach meinem Eindruck ist es so, dass 50 Jahre nach 68 relativ wenig, also in diesem Jubiläumsjahr, relativ wenig kursiert an, wie auch immer, Auseinandersetzung mit 68 im Feuilleton, nach meinem Eindruck. Also selbstverständlich, es gibt Vorträge, es gibt Publikationen, aber nicht in der Weise wie noch vor 10 Jahren, 2008. Erst recht nicht in der Weise wie 1988 und 1998. Wenn mein Eindruck stimmt, ich bleibe mal dabei, dann hat es sicher damit zu tun, dass diejenigen, die sich irgendwie als Protagonistinnen und Protagonisten von 68 verstehen, mittlerweile so alt sind, dass sie es nicht mehr nötig haben, an diesem Mythos mitzustricken und überdies ja auch alle Auseinandersetzungskritik, die es um 68 gegeben hat, im bürgerlichen, liberalen Feuilleton, mehr oder weniger abgefrühstückt ist. Also die ganzen Fragen von, ob die 68er nicht schuld sind an den Neonazis und ob der Anti-Autoritarismus nicht selber autoritär war oder zu lasch war oder wie auch immer, das ist alles mehr oder weniger durch. Und auch entscheidend, insofern letzte biografische Bemerkung, als 1967 Geborener gehöre ich ja wiederum zu einer Generation,
die jetzt mehr oder weniger, zumindest was die Posten in den ideologiebildenden Zentralen angeht, die Führungsriege bilden. Also das sind diejenigen in den Zeitungs- und Fernsehredaktionen, das sind diejenigen, die an den Universitäten ihre Professuren haben und so weiter. Das sind diejenigen, die sich eben vor 10, 20 Jahren mit den sogenannten 68ern auseinandergesetzt haben. Also die Debatten um 68 waren zum Teil eben Debatten, die die 68er oder die Generation, die bei 68 dabei war, mit sich selber geführt hat, waren aber eben auch Debatten mit der Generation, die wie meine nachrückte. Und es ging schlichtweg auch um Posten. Allerletzte biografische Vorbemerkung auch zum Thema. In den 80er Jahren politisch sozialisiert worden zu sein, heißt, nur damit die Karten auf dem Tisch liegen, die theoretische Orientierung. Ich bin so ein Kleinbürgerkind, Stadtrand Hamburg, da bin ich groß geworden. Die theoretische Orientierung war recht schnell am Namen Karl Marx festgemacht, auch mit, leider muss ich im Nachhinein sagen, sehr verworrenen Bezügen auf Mao Zedong. Gleichzeitig aber, was die politische Praxis anging, das war in den 80er Jahren alles ein bisschen wahnsinnig und irre, fundiert im Anarchismus. Also die Vorstellung war, so etwas wie eine herrschaftsfreie Gesellschaft einzurichten, ist auch immer noch meine Vorstellung. Zu den irren 80er Jahren gehörte aber auch, dass wir davon ausgingen, das Ganze wird sich innerhalb der nächsten 5 Jahre abspielen und ist nur noch eine Frage von ein paar Demonstrationen und ein bisschen Diskussion. Dann kam 1989 und das ganze Thema war mehr oder weniger erledigt, erst recht in 1992 mit Rostock-Lichtenhagen und ähnlichen Ereignissen, die dann die gesamtdeutsche politische Landschaft bestimmt haben. Ich habe Ende der 80er Jahre angefangen zu studieren, Sozialwissenschaften und Philosophie an der Universität Hamburg bei sehr klugen Leuten, die dachten damals, eigentlich will niemand mehr Seminare zu Marx oder auch kritischer Theorie haben und waren sehr überrascht, dass wir da Bedarf angemeldet haben. Das waren damals auch zumindest in Hamburg die ersten Seminare, die etwa zu Michel Foucault stattfanden, zu Jean-François Lyotard und anderen, die dann damals in der Zeit auch schon verbucht wurden als postmoderne oder poststrukturalistische Theoretikerinnen und Theoretiker. Da war eine Frontlinie theoretischer Art noch nicht zu erkennen in der Weise, als das wirklich mit harten politischen Bandagen gekämpft wurde. Was man aber dazu sagen muss, was doch schon klar war und was einem eigentlich sehr unbehaglich vorgekommen sein muss, die 80er Jahre in der Bundesrepublik waren auch die, es ist bekannt, die Jahre von Helmut Kohl. Das waren die Jahre des Geschichtsrevisionismus, das waren die Jahre von Bitburg. Das waren vor allen Dingen auch die Jahre, in denen die Rezeption solcher französischen Theorien, wie etwa die von Foucault oder später dann auch von Gilles Deleuze, wie auch in Frankreich, aber in der Bundesrepublik viel stärker, sich über Martin Heidegger vollzogen. Und es gab eben in den 80er Jahren auch eine Debatte um Martin Heideggers Mitgliedschaft in der NSDAP und die Frage, wie weit Heidegger Nazi war oder nicht. Heidegger war ein Nazi und das war sein Leben lang. Das war aber philosophisch irgendwie recht schnell vom Tisch. Aber unter diesem Vorzeichen standen eben auch diese Rezeption poststrukturalistischer und postmoderner Theorie. Das geriet in den Folgejahren in Vergessenheit. Also die Bezüge auf Heidegger als auch einen sehr merkwürdig gelesenen Nietzsche spielen heute zwar auch noch eine Rolle, sind aber kein Anlass mehr für tiefgreifende Debatten. Also das als ein paar Vorausbemerkungen zu den Voraussetzungen, die ich jetzt mache, und dann geht es auch langsam mal los.
Die Revolution findet nicht statt und sie fand auch nicht statt. 68 war, und das zeigt sich im Rückblick nach 50 Jahren überdeutlich, bestenfalls eine Revolte. Und dann vor allem gesamtgesellschaftlich das, was man damals eine Konterrevolution nannte. Konterrevolution und Revolte nannte Herbert Marcuse ein Essay, mit dem er die politisch-ökonomische Situation nach 1968, vor allem nach dem Mai, Pariser Mai 1968, reflektierte, Anfang der 70er Jahre. Der Vietnamkrieg war noch nicht zu Ende. Schon damals sprach man vom Scheitern der neuen Linken. Aus dem Versuch der Befreiung wurde nichts. Das Ende des Kapitalismus kann noch über 100 Jahre dauern, so endet Marcuse in seinem kleinen Essayband Konterrevolution und Revolte. Das also seine Mutmaßung. Was heute als Revolution deklariert wird, vor allem die sogenannte digitale Revolution, aber dann auch alle möglichen Revolutionen, die es so im Konsumbereich gibt, also was weiß ich, Joghurt, Badezimmer, Schminke und so weiter. Aber eben allen voran die sogenannte digitale Revolution, sind bestenfalls technische Verbesserungen, durchaus Entwicklung, Veränderung, aber keine Revolution, zumindest nicht nach historisch-materialistischer Bestimmung. Also keine Umwälzung, bei denen Quantität in Qualität umschlägt, bei denen Qualität in eine neue Quantität umschlägt, so dass es zu einer strukturellen Veränderung kommt. Also das behaupte ich zumindest, können wir gerne diskutieren, wenn da Bedarf ist, auch für die sogenannte digitale Revolution. Die verändert viel, aber was sie vor allen Dingen nicht verändert und wo sie überhaupt nichts antastet, was sie lediglich verdichtet, sind Strukturen der allgemeinen Verwertungslogik. Also Revolution bedeutet, dass etwas strukturell Neues entsteht. Neues überdies, das geschichtlich die Menschlichkeit und die Menschheit voranbringt. Fortschritt, mit einem Wort nach Hegel, Geschichte als Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit. Bekommt dies eine Wirklichkeit, also wird dieses Bewusstsein der Freiheit in die Wirklichkeit aufgehoben, wird also dieses Bewusstsein der Freiheit zur Praxis, dann kann auch im marxischen Sinne von Revolution gesprochen werden. Eine solche Veränderung fand nicht statt und findet nicht statt. Die Linke ist gescheitert. Die Emanzipation ist zur leeren Phrase geworden. Vor einigen Monaten in Berlin ein Kongress zum Thema Emanzipation mit der, ich finde wirklich beschämt, dummen These, dass die Emanzipation nur noch in der Philosophie notwendig sei und möglich sei. Wenn ich sage, Emanzipation ist zur leeren Phrase geworden, Linke gescheitert, dann erinnert das an das, was 1966 Adorno in der negativen Dialektik ganz zu Beginn schreibt, Praxis auf unabsehbare Zeit vertagt. Das steht allerdings im eklatanten Widerspruch zur Notwendigkeit von Praxis angesichts der Weltlage. Die Revolution findet und fand nicht statt, aber die Welt wird dennoch fortwährend verändert. Marx' 11. Feuerbach-These gilt, aber sie gilt eben auch verkehrt. Bisher haben die Philosophen die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt darauf an, sie zu verändern. Günther Anders hat vor Jahrzehnten nach Auschwitz und Hiroshima eingewendet, wir verändern die Welt ohnehin. Das widerlegt mitnichten Marx, gemeint war,
bei Marx freilich die von Menschen in Gang gesetzte Veränderung der Welt nicht als sukzessive Zerstörung der Welt, sondern als Aneignung der Welt, als Vermenschlichung der Welt. Das bürgerliche Zeitalter der Revolution mündete im Zeitalter des Exterminismus. Exterminismus ist die Möglichkeit, dass der Mensch sich selbst vernichtet und die Lebensgrundlagen auf diesem Planeten vernichtet. Eine Redewendung, die von Edward P. Thompson geprägt wurde. Zeitalter des Exterminismus. Die Revolution fand nicht statt, Konterrevolution und Revolte. Auf die Moderne folgte die Postmoderne und nach der Moderne kam eine zweite Moderne, sagten einige. In neueren Texten, vor allen Dingen ein neuerem Text, wird jetzt von einer Metamoderne gesprochen. Das sind die ideologischen Großparadigmen, die allerdings nach 1989 zusehends ihren Sinn verloren haben oder zumindest verloren zu haben scheinen. Und auch das passt zu einer Diagnose der Postmoderne von Lyotard Ende der 70er Jahre, nämlich das sogenannte Ende der großen Erzählung. Wir würden in einer Zeit leben, wo man sich nicht mehr orientieren kann an das, was Lyotard die Metageschichte nannte. Also die großen Orientierungssysteme, Religion, genauso aber auch Demokratie, Sozialismus und so weiter, böten keine kollektiven Orientierung mehr, um Geschichte zu machen. Die Dramatik, mit der Jürgen Habermas vor nicht ganz 50 Jahren noch analysierte und schrieb über Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus und damit auch meinte, die Legitimationsprobleme des Spätkapitalismus, diese Dramatik ist passé. Also der Kapitalismus muss sich nicht mehr als Kapitalismus strukturell rechtfertigen und auch nicht mehr auf der Ebene rechtfertigen, wie das problematisiert wurde im Zuge der 68er. Heute faseln die Linksliberalen oder diejenigen, die sich für links und liberal halten und gehalten werden, etwa von der großen Regression, die stattfindet, eine Publikation, die vor einem Jahr bei Suhrkamp erschienen ist. Große Regression, Rechtspopulismus, uiuiui. Als sei das alles vor wenigen Jahren noch anders gewesen. Als sei nicht Regression, auch im Zeichen des Fortschritts, die Grundsignatur des Kapitalismus seit seinen Anfängen. Und das ist etwas, was Marx nicht zuletzt im Kapitalband 1, 1867, als erster bündig analysiert hat. Also anhand der Kritik der, oder mit der Kritik der politischen Ökonomie, Strukturverhältnisse, die gerade sich eben nicht zeigen nach irgendeinem determinierten Fahrplan, sondern in sich so widersprüchlich sind, dass sie auf der einen Seite, ich meine, das wurde ja im Workshop vielleicht diskutiert, auch im Manifest der Kommunistischen Partei finden sich ja entsprechende Bemerkungen zur Dynamik der bürgerlichen Gesellschaft, dass also auf der einen Seite etwas als Fortschritt erscheint, was aber eben strukturell ein Rückschritt ist. Kurzum, Dialektik der Aufklärung, wie Adorno und Horkheimer das 1944, 47 nannten. Und Marcuse sprach in seinem Eindimensionalen Menschen 1964 vom rationalen Charakter der Irrationalität. Das ist die Signatur des Kapitalismus und das ist allemal die Signatur des globalen Kapitalismus, also das, was heute herrscht. Noch einmal Marcuse. Das Ende des Kapitalismus wird noch 100 Jahre dauern. Also wie gesagt, formuliert als Befund Anfang der 70er Jahre. Also gut 50 Jahre sind schon rum. 50 Jahre haben wir noch vor uns. Stephen Hawking, jetzt mal jemand aus einer ganz anderen Abteilung, Physiker, vor ein paar Monaten gestorben, hat vor 11 Jahren auf Yahoo gepostet, 2006,
Und das wurde erst für einen Witz gehalten, aber hat sich verifiziert, dass die Menschheit das nächste Jahrhundert oder dieses Jahrhundert nicht überleben wird. Und dann die Frage gestellt, was soll man tun? Die alte Tscherniszewski-Lenin-Frage, was tun? In Klammern setze ich dazu, seine persönliche Antwort, er weiß es auch nicht, seine Antwort als Physiker, man müsste irgendwie in den Weltraum kommen. Als dann rauskam, dass das wirklich von Hawking ist, gab es so weltweit ein paar Wochen lang in den Feuilletons Spekulationen auf diese Frage, was man denn tun könnte. Interessanterweise in der Bundesrepublik war es die Zeit, die darauf geantwortet hat. Der einzige, es gab dann so ganz viele Physikerinnen und Physiker und Biologinnen und so weiter, die da halt irgendwelche technischen Vorschläge gemacht haben. So ein paar moralische Vorschläge kamen. Der einzige aus der Fachabteilung Philosophie war Peter Sloterdijk, also bei jemand, bei dem das Wort Menschlichkeit sehr klein geschrieben wird. Insgesamt zeigt sich, und jetzt kommt ein Zitat, über das ich ein bisschen sprechen will, es ist leichter, sich das Ende der Welt vorzustellen, als das Ende des Kapitalismus. Also auf diese Hawking-Formulierung gab es, meines Wissens, vielleicht gab es das denn doch, aber zumindest so von den großen Rückmeldungen, die kamen, keine Antworten, die in Richtung gingen, wir müssen doch mal einfach den Kapitalismus abstellen oder die Logik, die das Kapitalverhältnis darstellt. Es gab eben eine ganze Reihe, wie gesagt, moralischer Ratschläge, Verbesserung des Miteinanders und so weiter. Also es ist leichter, sich das Ende der Welt vorzustellen, als das Ende des Kapitalismus. Das hatte vor ein paar Jahren der britische Kulturtheoretiker Mark Fisher noch einmal als Befund aktualisiert. Er sprach vom kapitalistischen Realismus ohne Alternative. Das als Anspielung auf die Formel There is no alternative von Margaret Thatcher, also was diese Politik des Thatcherismus bestimmte, dass es eben zum Kapitalismus, zur bestehenden Ordnung keine Alternative gebe. Fischer sah diesen kapitalistischen Realismus als Zustand der Depression, unter der er gelitten hat und sich Anfang 2017 das Leben nahm. Es ist leichter, sich das Ende der Welt vorzustellen, als das Ende des Kapitalismus. Fischer zitiert diesen Satz, er ist sich nicht ganz sicher, von Frederick Jameson oder Slavoj Žižek. Der Satz ist tatsächlich von Jameson, der ihn aber selber zitiert, nämlich bereits 1992 zitiert, aufschreibt, als Statement anlässlich einer Vortragsdiskussion. Sich das Ende des Kapitalismus vorzustellen, das ist für mich die Quintessenz der Marx'schen kritischen Theorie. Also das, was man vielleicht den subjektiven Faktor nennen könnte, das, was reinkommt in überhaupt den Anfang und Ausgang, sich mit Marx Kritik der politischen Ökonomie oder überhaupt mit Marx' Gesellschaftsanalyse zu beschäftigen. Man kann das aus sehr unterschiedlichen Perspektiven tun, aber das Lesen und die Auseinandersetzung mit Marx oder der Marx'schen Theorie ändert sich grundsätzlich in ihrer Perspektive, wenn man das macht mit der Intention, sich aus letztendlich utopischen Gründen das Ende des Kapitalismus vorzustellen. Marx und Engels nannten das in ihren ersten frühen Schriften den realen Humanismus. Dem folgte der Begriff des Kommunismus als wirkliche Bewegung, nicht als Zustand, der hergestellt werden soll. Das ist die Voraussetzung, von der ich ausgehe. Das Ganze ist das Unwahre und in den 68er Jahren gab es eine Karikatur, das Ganze ist einfach zum Kotzen. Die einzige Möglichkeit, also jetzt antworte ich auf diese Hawking-Frage und ich meinte es überhaupt nicht polemisch, sondern sehr ernst. Die einzige Möglichkeit, damit die Menschheit dieses Jahrhundert überleben wird, ist den Kapitalismus abschaffen.
Das heißt, die einzige Möglichkeit als Ausweg ist der Kommunismus. Das meine ich nicht im Sinne eines Fahrplans, der kommt sowieso, sondern im Sinne einer Verwunderung, wie wenig angesichts der aktuellen Debatten, die ja übersät und überzogen sind mit einem Antikommunismus sondergleichen in allen Debatten, sei es bei den Verteidigern der Demokratie gegen den Rechtspopulismus, gegen den Faschismus, gegen die Faschisierung, wie Klaus Weber das nennt, sei es eben bei den Faschisierern selber. Also wie wenig vom Kommunismus als Perspektive die Rede ist. Alles andere ist ja da, wird ja diskutiert. Ne? Der Kapitalismus, auch meinetwegen das Ende des Kapitalismus und so weiter. Das ist ja alles irgendwie virulent. Ja? Aber die Perspektive, dass es eine Gesellschaft geben könnte ohne Kapitalismus und dass diese Gesellschaft, wenn die einen Begriff hat, meinetwegen kann man sich auch biblischer Begriffe bedienen und das sonst wie nennen. Ja? Also der eben genannte Klaus Weber verweist nochmal mit Niels Bohr auf den Begriff Synagoge, ja? die wirkliche Gemeinschaft zum Beispiel. Kann man nennen, wie man will, aber dass das die einzige Perspektive ist, das gehört in die Debatte. Und so, insofern bleibe ich bei der konkret utopischen Formulierung, die sich bei Marx schon in den Frühschriften findet, in den sogenannten ökonomisch-philosophischen Manuskripten von 1844, dass der Kommunismus das Rätsel und die Lösung der Geschichte ist, die Aufhebung und Verwirklichung von einer Formel, die er mit Gleichheitszeichen hat, Humanismus gleich Naturalismus. Das wäre Revolution und so wie es aussieht, weniger die Lokomotive der Weltgeschichte, als vielmehr, um ein weiteres Bild zu bringen, von Walter Benjamin, der Griff nach der Notbremse. Was setzt das voraus? Worum geht es? Es geht darum, handlungsfähig zu werden. Also das wäre auch mein Verdacht, warum wir hier sind oder warum es sowas wie diese Veranstaltungswoche gibt. Es geht darum, dass Menschen sich ihre eigene Lebensgeschichte aneignen oder wieder aneignen. Es geht um Autonomie, also Selbstbestimmung, um Aufklärung, also Ausgang aus der, das wird zu diskutieren, wie Kant es schreibt, Selbstverschuldeten, ja oder nein, zumindest Ausgang aus der Unmündigkeit. Es geht um Emanzipation als Selbstfreigabe. Und das ist Praxis. Eine solche Praxis ist die kritische Theorie, sofern sie nach den Bedingungen der Möglichkeit von Emanzipation fragt. Handlungsfähig heißt, sich dem Schicksal zu widersetzen, sich als Mensch in seiner Menschlichkeit selbst bestimmen zu können, sich aus der Ohnmacht zu befreien. Also das wäre eine kleine These für die Diskussion nachher, weil das, was Resultat ist von den poststrukturalistischen und postmodernen Theorien, die man längst verlassen hat, also auch diejenigen, die mal irgendwie dazugerechnet wurden, nennen das jetzt anders oder gar nicht. Ein Resultat davon ist das, was so derzeit kursiert als sogenannter Posthumanismus. Ja, also man kann sich sozusagen nicht mehr auf den alten Humanismus, also weder auf den Renaissance-Humanismus noch auf den Neuhumanismus Humboldts noch auf sowas wie Humanismus bei Marx berufen. Das berührt nun Fragen der Subjekttheorie, der Subjektkritik und führt zurück zu Marx, wie auch zum Beispiel 1968. Für den historischen Materialismus ist virulent, sofern es darum geht, sich das Ende des Kapitalismus vorzustellen und wie dies in wirklicher Bewegung erreichbar ist. Für den historischen Materialismus ist also virulent, wie das Subjekt, das handlungsfähige Subjekt, historisch zu bestimmen ist, wer oder was also Subjekt der Geschichte ist oder, was ein großes Thema um 68 war, wie man das so klassischerweise nennt, wer oder was revolutionäres Subjekt ist. Die mit der Jahreszahl 68, achso, Entschuldigung, das führt zurück zur Emanzipation, zur Handlungsfähigkeit als Widerspruch von Herrschaft und Selbstbeherrschung. Und in Klammern kann man definitorisch dazu setzen, kritische Theorie ist insofern wesentlich Subjektkritik als Herrschaftskritik bzw. Herrschaftskritik
als Subjektkritik. Die mit der Jahreszahl 68 bezeichnete Periode ist ein historischer Komplex von Ereignissen, die sich in Anführungszeichen nach 68 als Erzählung, schließlich als Mythos verselbstständigt haben. Also das, vielleicht stimmt meine Lesart nicht, aber meine Wahrnehmung ist, dass diejenigen, die sozusagen die dezidiertesten Beiträge, sei es theoretischer wie praktischer Natur, 68 geleistet haben, eigentlich diejenigen sind, die am wenigsten im Nachhinein über 68 und ihre Rolle als 68er geredet haben. Die haben einfach weiter kritische Theorie gemacht. Ja? Also das sieht man zum Beispiel, was immer man auch so in der Gesamtheit davon halten will, an den Veröffentlichungen aus dem Argumentverlag, ja? Und an Wolf und Frigga Haug. Ja? Diese Verselbstständigung ist indes mit dem Komplex 68 symptomatisch verkoppelt. 68 war, wie gesagt, keine Revolution, höchstens eine Revolte. Demnach war 68 für einen Augenblick, das wiederum scheint mir evident, für einen Augenblick der Versuch, eine Revolution zu machen, vielleicht auch in der Selbstwahrnehmung revolutionär zu sein, eine Revolution, die erstmals in der Geschichte der Menschheit keine reine Verzweiflungstat gewesen wäre. Also eine Revolution zu machen, die tatsächlich unter einiger, also von den vielen der Akteure und Akteurinnen unter einigermaßen soliden Existenzbedingungen für die Verbesserung des Lebens gemacht hätte werden sollen. Das gilt zumindest für die Aufstände in den USA, in Frankreich, in der Bundesrepublik und in Italien. Ich behaupte, dass es partiell auch für den Widerstand gegen Diktaturen und Faschismus wie in Brasilien oder Griechenland galt, partiell. Dass es auch partiell, zumindest in der Wahrnehmung, für die Revolution in Vietnam galt. Ja. Also im großen Unterschied zu der Oktoberrevolution, die für viele Millionen eine reine Verzweiflungstat war, einfach in dem Sinne, es blieb nichts anderes übrig, als Revolution zu machen. Vielleicht könnte die immer wieder vergessene spanische Revolution als erste Spur gesehen werden, wo in der anarchistisch-libertären Dynamik auch so etwas aufscheint. Entscheidend für die weltpolitische Lage, die 68, in Anführungszeichen, die 68 bestimmte, war der Kalte Krieg und seine realen Stellvertreterkriege in Südamerika, Afrika, Asien. Das verschärfte die Auseinandersetzung um die Reste kolonialer Macht, die Proteste in den Metropolen westlicher Industrienationen konnten mit den sogenannten nationalen Befreiungskämpfen und ihren Bewegungen verknüpft werden, zumindest auf einer symbolischen Ebene, in Demonstrationen, ikonisch, über Bilder und so weiter. Zumindest auf einer symbolischen Ebene ergaben sich neue Solidaritäten, die es vorher in der Form nicht gab. Problematisch war allerdings, dass sich diese Bewegung, wie auch die Protestbewegung überhaupt, grundsätzlich und allesamt am Staatssozialismus orientierten, also nicht unbedingt am Realsozialismus, aber an einer Idee von sozialistischer Vergesellschaftung, wo es um den Staat ging. Also nirgends, abgesehen von einigen minimalen anarchistischen Bewegungen, ein Kampf gegen die Nation geführt wurde, nirgends
ein Kampf gegen die Nation. Stattdessen ging es um einen Kampf um die Nation, gerne unter Berufung auf Lenin, Stalin und natürlich Mao Zedong. Was sich in Europa, vor allem dann auch in der BRD, als außerparlamentarische Opposition konstituierte, war weniger eine anarchistische Bewegung gegen den Staat, als vielmehr eine Bewegung, die in den Staat eindrang und auf vielen Ebenen sich seiner Institution bediente. Auf vielen Ebenen meint vor allen Dingen die Bereiche Kultur und Bildung. Der lange Marsch durch die Institution war ja nur unmittelbar auf die parlamentarischen Instanzen ein langer Marsch, ging dann über die Gründung der Grünen bis zu Joschka Fischer als Außenminister, als kriegführender Außenminister, Krieg wegen Auschwitz. Für die meisten, die 68 dabei gewesen waren oder dabei gewesen sein wollten, was sie dann eben später erzählten, war dieser Marsch durch die Institution kein langer, sondern ein recht kurzer Weg. Die durch ökonomische Wandlungsprozesse und Verdichtungsprozesse nötig gewordenen Schulreformen verlangten eine große Zahl von nach neuen Maßgaben qualifizierten Fachpersonal. Einher ging dem eine allgemeine Aufwertung gesellschaftstheoretischer Diskurse im Feuilleton, allgemein in den Medien, in ihren spezifischen Öffentlichkeitsformaten, also sowohl in den Zeitungen, als auch und vor allen Dingen dann im Medienverbund, allen voran im Fernsehen. Das erstmal festzustellen, scheint mir nicht lapidar zu sein. Also was ja um 68 auch passiert ist, Anfang der 70er Jahre ist die Ölkrise da, dass der Kapitalismus einen enormen Globalisierungsschub erfährt, auch unter dem Vorzeichen des Kalten Krieges. Dass dieser Globalisierungsschub begleitet wird von, also der Kapitalismus steht sowieso unter Innovationszwang, von Rationalisierungs- und Automatisierungsprozessen. Und dass die wiederum eine starke Rückkopplung haben, zumindest dem Anschein nach, also das ist über weite Strecken Ideologie geblieben, an Bedarf von technisch versierten und gut ausgebildeten Facharbeiterinnen und Facharbeitern. Also in dieselbe Zeit fällt zum Beispiel in der Bundesrepublik die Einführung des Curriculums Ende der 60er Jahre, also das, in den Schulen nicht mehr die Lehrpläne als Lehrpläne festgelegt werden, sondern dass sie über Curriculen so bestimmt werden, dass das, was gelernt wird, operationalisierbar ist. Und in dieselbe Zeit wird dann zum Beispiel im Mathematikunterricht sowas wie Stochastik und Integral-Infinitesimalrechnung eingeführt. Mit der Idee, sowas brauchen Leute, die in der Fabrik stehen und Maschinen bedienen. Das wäre eine eigene Sache, da mal drüber zu reden, wie das Entfremdungserfahrung in der Fabrik verändert hat. Das ist aber tatsächlich ein eigener Vortrag. Hier gilt aber erstmal festzustellen, dass sozusagen die erklärten politischen Umbrüche, meinetwegen auch die revolutionären Veränderungen, die mit 68 in Gang gesetzt wurden, gleichzeitig mit einem gesellschaftlichen Milieu zusammenspielten, was als kapitalistischer Normalzustand in dieser Zeit eine enorme Verdichtung erfahren hat, sowohl im Hinblick auf Produktionsverhältnisse, Produktivkraftentwicklung, aber auch im Hinblick, ich komme gleich nochmal drauf, auf das Alltagsleben und die Organisation des Alltagslebens. Dass also in diesem Zuge es notwendig war, Bildungsinstitutionen und auch Kulturinstitutionen umzubauen, die übrigens seither
quasi als stillschweigende Konkurrenzunternehmen nebeneinander herlaufen. Also sämtliche Bildungsprogramme wurden einerseits kanalisiert im Schulwesen und Bildungswesen und gleichzeitig haben die ein eigenes Standbein bekommen durch den Ausbau des Bildungsauftrags im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, was dann in den 80er Jahren zum Teil sogar vom Privatfernsehen übernommen wurde. Aber als etwas, wo es bis heute kaum Überschneidung gibt. Ja? Also das sozusagen das Fernsehen als Fernsehen in die Schule kommt. Man guckt ab und zu mal einen Film, aber das spielt ansonsten keine große Rolle. Das ist aber relevant oder soll hier relevant sein, allein für die Frage, wer arbeitet denn da? Also was sind das für Leute, die da jetzt angestellt sind und wissen, wie man mit unter diesen neuen gesellschaftlichen oder veränderten gesellschaftlichen Bedingungen eben auch umgeht mit den ganzen Anforderungen und auch mit der neuen Technik, die in den 70er Jahren kommt. Und das sind eben welche, die ihre gesellschaftliche Sozialisation, vielleicht auch politische Sozialisation über die 68er erfahren haben. Also das kann man personell sehen an den bis hin zur Intendanz, an den Redaktionen der Zeitung, aber eben auch in jedem Kollegium der Schulen. In dieser Zeit also gewinnen gesellschaftstheoretische Diskurse Einfluss, beziehungsweise werden sie mit zunehmendem Interesse in den 70er Jahren, dann 80er Jahren im Feuilleton diskutiert. Bis heute ja übrigens mit einer ganz klaren Trennung, die Feuilleton bedeutet. Ne? Also bis heute gilt ja das Märchen, dass das FAZ-Feuilleton irgendwie links sei und ein paar Seiten vorne gibt es dann, was weiß ich, also übelste Hetze gegen was auch immer, nicht Deutsches, ne? Zeitung für Deutschland, also mit dieser Idee werden die Diskurse verfestigt in neuen Institutionen. Es kommt in den Universitäten, das wäre der zweite große Bereich neben den Schulen, vielleicht auch für uns hier relevanter, zur Aufnahme der neuen Fachbereiche, Ausweitung der Gesellschaftstheorie und Soziologie, was denn ab den 80er Jahren nochmal umgewandelt wird, Medienwissenschaften, Kulturwissenschaften, das verflüssigt sich immer weiter. Die Fachbereiche werden größer in dieser neuen Konstitution und schließlich, wo man das auch sehen kann, sind die Kunsthochschulen, die einen immer größeren Zulauf haben und immer mehr zu Orten werden, in denen diese Diskurse schließlich auch verankert werden. Also wenn man heute sozusagen wissen will, was die kritischen oder vielleicht auch sich kritisch gebenden Diskurse sind und wo man das am freiesten diskutieren kann, dann geht man zu einer Kunsthochschule und findet das in diesem Milieu. Die Studierendenzahlen steigen und nicht zuletzt auch hier der ökonomische Druck macht sich bemerkbar. Das ist eine Entwicklung der letzten Jahrzehnte, aber es fand auch damals schon statt, dass Hochschulen eben zu Universitäten umgewidmet werden. Also sowas wie jetzt die UdK in Berlin. Also eigentlich ist eine Kunsthochschule eine Hochschule und keine Universität. Aber das nur am Rande, alles Signale dafür, dass der lange Marsch durch die Institution für viele überhaupt nicht so lang war, sondern dass man mit einem bisschen kritischem Bewusstsein recht schnell auch in diesen neuen umgemodelten Berufszweigen Fuß fassen konnte. Das alles bildete den Rahmen für ein Lesepublikum, die sich zunehmend in einer Weise mit Theorie beschäftigten, also das Publikum beschäftigte, eine Weise mit Theorie, die immer weniger verlangte, dass man diese Theorie in politische Praxis umsetzte. Also sehr eklatant, ohne das jetzt zu bewerten, meine ich, ist, dass in den 70er Jahren zum Beispiel die Ökologiebewegung einen enormen Aufstieg erfahren hat. Also Anti-AKW-Bewegung, Anfang der 70er Jahre geht es los und das zieht sich ja eigentlich bis heute, aber so 80er Jahre. Großthema Umweltschutz, also nicht nur Anti-AKW, sondern abgesehen von Startbahn West, was dann noch Anfang der 80er dazu kam, hat man das erste Mal auch aus bürgerlichen Lager global 2000, der Bericht an den Präsidenten, Rohstoffe gehen aus, um 2050 gibt es kein Öl mehr und so weiter und so fort.
die ganzen Publikationen, die auch damals schon sowas wie ein Ende der Welt sehen, weil eben Rohstoffknappheit da ist, Grenzen des Wachstums als ein Schlagwort. Diese mitunter ja in weiten Teilen dezidiert linke Bewegung, Umweltschutzbewegung, spiegelt sich nicht wieder in gleichzeitig dem Aufstieg zum Beispiel der französischen Philosophie. Ja, also man könnte nicht sagen, okay, wir haben in den 68ern irgendwie ausprobiert, die Marx'sche Theorie zu aktualisieren und haben uns auseinandergesetzt mit Arbeiterbewegung, Scheitern der Arbeiterbewegung und so weiter. Und jetzt kommt als neues Thema neue soziale Bewegung, unter anderem eben auch Ökologiebewegung. Und da reagieren wir jetzt mit einer Fortsetzung Marx'scher Theorie drauf. Das gibt es als Ansatz bei einigen. André Gorz wäre als einer zu erwähnen. Es gibt noch ein paar mehr. Es gibt auch welche, die quasi aus dem bürgerlichen Lager sich da sehr marxistischen Positionen nähern. Ivan Illich. Gleichzeitig ist es aber so, dass der gewissermaßen Aufstieg der Rezeption französischer Theorie und auch die Produktion französischer Theorie, allen voran meine ich da etwa Michel Foucault, aber auch bei Gilles Deleuze kann man das sehen, mit diesen Bewegungen nichts zu tun haben. Das ist erstmal nicht problematisch, aber ich meine auffällig, dass sozusagen zwei größere Bewegungen, einmal im theoretischen Bereich und einmal im praktischen Bereich entstehen, die nebenher existieren können, vielleicht auch dieselben Akteurinnen und Akteure haben, ohne dass es da Überschneidung gibt. Was dabei passierte, und da komme ich zurück auf meine Eingangsbemerkung, den biografischen, dass die Marx'sche Theorie zunehmend aus den Diskursen verschwand, dass Marx und auch marxistische Theorie zunehmend aus den Buchregalen verschwand. Also das heißt, für mich oder meine Generation in den 1980er Jahren war es schon wieder eine Neuentdeckung und man musste Marx hervorkramen. Also anekdotisch, in den 70er Jahren bei Suhrkamp, Rowohlt, große Publikationsreihen, Rowohlt ganz schön, Klassiker des Sozialismus, Luxemburg und Pannekoek und Otto Rühle und so weiter. Suhrkamp mit den ganzen Wiederveröffentlichungen der Marcuse-Schriften und Adorno-Schriften, Eingriffe und Marcuse-kritische Theorie und so weiter und so fort. Und in den 80er Jahren war das Material, was man sich aus den Antiquariaten besorgte. Das ist nicht schlimm, aber das ist natürlich die Frage, wie kommt sowas in die Antiquariate? Also offensichtlich Leute, die das nicht mehr brauchen als Buch. Ne? Kann man sagen, gut, die haben es jetzt gelernt, dann geben sie es weiter, aber sowas glaube ich nicht. Anekdote, Gymnasium Oldenfelde, ich habe immer noch zu Hause, ich habe es ja vorhin gesagt, kleine Mao-Bezüge bei mir, aus der Schulbibliothek, dem Schüler übereignet mit dem Stempel, die ersten drei Bände der ausgewählten Schriften Mao Zedong. Ja, also das war Bestandteil der Schulbibliothek in den 70er Jahren. In den 80er Jahren hat es dann Roger Behrens mit nach Hause genommen. Ne? Aber nur ein Exemplar, die anderen sind wahrscheinlich im Altpapier gelandet. Kritik wurde folgenlos. Und jetzt möchte ich was wagen, das ist ein sehr großes Fass, was ich da aufmache, dass ich die Frage stelle, wie ist es zu diesem Wandlungsprozess gekommen? Ich weiß darauf keine, so wie Hawking jetzt, ich weiß es nicht, aber ich habe so Vermutungen. Und um da ein bisschen Diskussionsstoff zu liefern, möchte ich mal beleuchten, man darf ja nicht davon ausgehen, dass es eine Entwicklung von Theorie gegeben hat und irgendwann haben sich alle darauf geeinigt, okay, Marx und Konsorten, das ist das Klügste. Ach nee, ab jetzt Poststrukturalismus und dann gab es nur die beiden. Sondern es gab natürlich eine große Bandbreite von Theorie. Und was man auch nicht vergessen darf, ist, dass nach 1945, also in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, auch die bürgerliche Sozialwissenschaft oder überhaupt bürgerliche Theorie enorme Verfestigung und Veränderung und auch Liberalisierung und in Anführungszeichen Fortschritte erfahren hat.
Also wer beschäftigt sich denn überhaupt mit Theorie und wer hat sozusagen überhaupt einen theoretischen Bedarf? Das ist durchaus auch schon eine Publikumsfrage, also jetzt noch nicht konkret gestellt, aber das mich eigentlich immer interessiert, was bewegt einen eigentlich im Jahr 2018 zu sagen, ich muss jetzt Marx lesen oder was auch immer an Theorie lesen, weil ich mit dem und dem Aspekt der Wirklichkeit nicht mehr zurande komme oder weil ich irgendwas nicht erklären kann. Da muss ja ein Bedarf sein. Es sei denn, man macht das einfach nur so als Zugewinn des Wissens. Also was ist die Situation in Bezug auf Theorie und Praxis in den 60er Jahren? Und jetzt, wie gesagt, ein Riesenfass. Ich versuche es sehr kurz zu machen. Grundsätzliche Bemerkung. Theorie ist Weltaneignung. Das ist ein wahnsinnig riesiges Fach, aber ich mache es ganz schnell kleiner. Mir scheint es so zu sein. Die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse seit der Relativitätstheorie, also großes Fass, seit der Relativitätstheorie, also seit den naturwissenschaftlichen Erkenntnissen um 1900, wo nicht nur die Relativitätstheorie dazukommt, sondern auch alles, was man so von Elektrizität, Licht und Motorkraft, also Tesla und so weiter und so fort weiß. Astrologische Erkenntnisse, also es geht bis in die 20er Jahre rein, die Entdeckung, dass wir in einer Galaxie leben und so weiter. Altertumsforschung, auch sowas, was heute so in den Bereich von Kinderinteressen gern abgeschoben wird, also die Entdeckung von Dinosaurierknochen und all sowas. Ja? Und ich setze jetzt schon dazu, Darwins Evolutionstheorie und das Marxische Kapital und Freud, die Entdeckung des Unbewussten und die Erkenntnis, dass es, wie Freud das so ein bisschen patriarchisch formuliert, dass ich nicht Herr im eigenen Haus ist. Das rahmt eine Situation, dass man eigentlich unterstützt durch eine große Zahl von Publikationen ab den 1950er Jahren sagen kann, es gibt nichts mehr, was man nicht weiß. Das heißt nicht, dass noch Fragen offen sind, aber welche Fragen offen sind? Das wissen die Menschen. Also es kann sozusagen nichts vollständig Unbekanntes mehr kommen. Und selbst wenn man sagt, aber da gibt es was Unbekanntes, gibt es darüber auch schon eine große Reihe von Erörterungen. Ja, also es ist sozusagen nichts mehr an völlig blinden Fleck an Wissen da. Und zwar, das ist entscheidend, also mir geht es jetzt nicht wirklich um den epistemologischen Befund, sondern um die Frage, wie kommt sowas gesellschaftlich an? Also die Tatsache, dass man, sagt man heute Wikipedia, man kann so auf alles Wissen zugreifen. Also das ist für mich ein Tatbestand, der ist seit den 1950er Jahren erfüllt. Und zwar in der Form, das kann man publikationsmäßig sehen, wenn man sich populärwissenschaftliche Bücher anguckt, vor allen Dingen Bildbände. Ja, Lesen ist immer noch eine Kompetenz, auch in den 50er Jahren, wo nicht alle drüber verfügen. Kinder lernen das erst. Erwachsene, gibt genügend Erwachsene, die immer noch auch in den Industrieländern nicht lesen können. Bildbände erscheinen vom Life Magazine. Dann diese Buchreihe, die sicherlich alle kennen, Was ist was? Aus England ist die How and Why aus den 60er Jahren. Ja? Also riesige Reihen, die den gesamten Wissensbestand abdecken. Das Ganze eben populärwissenschaftlich aufbereitet, auch nochmal medial aufbereitet, nicht nur über Publikationen, sondern dann über Filme, über Lehrfilme. Die Lehrfilmindustrie, muss man fast sagen, in Großbritannien und USA viel weiter fortgeschritten als in der Bundesrepublik, auch was Schulunterricht angeht und so weiter. Das ist jetzt auch ein anderes Thema, aber jedenfalls sozusagen die kulturindustrielle Unterhaltungsform hat seit dem Ende des 19. Jahrhunderts und dann maßgeblich seit den 1950er Jahren und frühen 1960er Jahren zu einer enormen Popularisierung des Wissens geführt, und zwar so, dass man, wenn man irgendwie sagt, das weiß ich nicht, sofort mit relativ einfachen Erklärungen über Schaubilder, Aufrisszeichnung, Special Interest Zeitschriften jede Frage beantwortet bekommen kann. Außer zwei Theorien, die in dieser Popularisierung bis heute nirgends vorkommen. Das ist Marx, Kritik der politischen Ökonomie und die Freudsche Psychoanalyse. Also der Befund ist, dass ich nicht Herr im eigenen Haus ist. Es gibt keinen Was-ist-was-Band Marxismus oder Kommunismus. Nochmal?
Ja, doch, da muss man, also zu diesen Comics muss man was sagen. Die sind bei Rororo erschienen, sind aber eine Übersetzung aus dem Englischen, wo das eine ganz andere Tradition hat und das hat mit einer Form linker Publizistik zu tun. Wir können darüber aber streiten, wie das ist. Also diese Marx-Comics sind eine Eigenart, die gehören, ne, da gibt es Marx, Lenin, da gibt es aber auch... VSA-Verlag, also wir sind in einem sehr kleinen Segment. Ne? Also mir geht es ja nicht darum, dass, also ich sage ja nicht, es gibt keine Bücher über Marx oder von Marx, sondern ich sage, in dieser Form von sozusagen normalisierten Wissensbestand, also was man so mitnimmt, was Kindern vorgesetzt wird, wie auch immer, was angeboten wird auf den Grabbeltischen, Bildband zu Thema XY, ist es schwer zu finden, auch wenn man, ja, man findet auch Philosophiebände und da ist dann auch Marx abgebildet und da steht auch irgendwas drin über Marx hat den Kapitalismus analysiert. Aber in der Form, dass es sozusagen eine Dramatik hat, die kompatibel ist mit Lebenserfahrung, wird eben nicht thematisiert, nach meiner Einschätzung, nach meiner These, die Frage, die Marx mit dem Kapital aufwirft und die Freud mit der Psychoanalyse aufwirft. Die beiden Erkenntnisse kommen nicht vor, weil sie dem grundsätzlichen Ordnungsprinzip der Moderne, der kapitalistischen Gesellschaft, wie nämlich kapitalistische Gesellschaft und menschliche Zusammenhänge in ihr funktionieren, zumindest scheinbar zuwiderläuft. Sie lassen sich in die allgemeine technologische Rationalität, mit der Menschen angepasst und adjustiert werden, nicht einfügen. Sie widersprechen dem Behaviorismus, also der allgemeinen Verhaltenslehre, nachdem das grundsätzliche Leben in der verwalteten Welt geregelt ist. Jetzt kann man einwenden, da gibt es noch eine ganze Reihe von anderen Theorien, die eigentlich auch diesen Verhaltenslehren widersprechen. Ne? Was weiß ich, Horoskope oder Esoterik und so weiter. Ja? Aber ich meine, das stimmt nicht. Also auf einer strukturellen Ebene ist jede Annahme, dass es Wunderheilung gibt und Kristallsteine und Seelenwanderung völlig kompatibel. Und mir wäre nicht bekannt, dass Menschen in größeren Gruppen aufgrund von astrologischen Horoskopanalysen zu irgendeiner Form von gesellschaftlicher Widerstandspraxis losgegangen sind. Ja? Also selbst wenn im Horoskop steht, aufgepasst im Berufsleben oder so, führt es nicht dazu, dass man kollektiv als Widder oder so irgendwas unternimmt. Also ja, ich glaube, dass ja. Also wofür braucht man jetzt Theorie? Also wofür braucht man die Marx'sche Theorie? Wofür braucht man meinetwegen jetzt auch poststrukturalistische Theorie, also diese theoretischen Veränderungen, die sich ergeben haben über die 68er oder über die 60er, 70er Jahre. Gemeinhin redet man von einer Enttäuschung der 68er, und zwar gerade im Hinblick auf deren subjekttheoretische Bestimmung, die Arbeiterklasse sei das revolutionäre Subjekt. Das heißt, im Großen und Ganzen hat man sich um 68 oder im Verbund mit diesem Komplex 68 auf die Marx'sche Theorie bezogen, in der Annahme, es hier zu tun zu haben mit einer Klassenkampftheorie. Auch in der Neuen Linken, also da dann abzüglich der Idee einer Partei oder eines Parteiapparates, hat man sich bezogen auf Marx in der Annahme, es zu tun zu haben mit einer Theorie, die erklärt und feststellt, dass die Arbeiterklasse das revolutionäre Subjekt
nicht nur an sich ist, sondern auch für sich ist und es eine Frage von politischer Agitation ist, bis daraus ein revolutionäres Klassenbewusstsein wird und Proletarierinnen und Proletarier aktiviert werden. Also das ist zumindest mein Eindruck, auch zur Diskussion, selbst bei den meines Erachtens sehr klugen Texten, zum Beispiel bei Hans-Jürgen Krahl oder auch Dutschke. Ja, also wie stark man da festhält an diesen klassentheoretischen Annahmen, wo es nicht um die Klassentheorie an sich geht, sondern eben um die Frage, wie weit und wie klar das Proletariat als revolutionäres Subjekt bestimmt werden kann. Die kritische Theorie, zumindest in der Bundesrepublik, hat ihre politische Bedeutung nach meiner Einschätzung erst bekommen über eine akademische Auseinandersetzung, nämlich über den sogenannten Positivismusstreit in der deutschen Soziologie. Also zeitlich parallel, Adorno stirbt 69, zeitlich parallel liegt zum Beispiel auch der Soziologentag, wo Adorno über Industriegesellschaft oder Spätkapitalismus referiert, Marcuse kurz vorher über Max Weber referiert hat. Also es findet auf einmal eine Auseinandersetzung mit etablierten bürgerlichen Theorien statt oder mit auch mittlerweile etablierten Annahmen der Marxischen Theorie in der Soziologie und sehr entscheidend eben bei diesem sogenannten Positivismusstreit die Auseinandersetzung, die ja als Vorlauf hat, die Frage schon, wie es eigentlich mit der Soziologie im Nationalsozialismus bestellt war, im Positivismusstreit dann die Annahme, wie weit es überhaupt möglich ist, die Welt zu erkennen und in dieser Erkenntnis der Welt die Welt auch zu verändern und inwieweit man das von einem kritisch-theoretischen Standpunkt aus tun darf und soll. Kurze Zusammenfassung, viel zu kurze Zusammenfassung von Adorno selbst. Der Positivismusstreit gab viele Kontrahenten, die Hauptkontrahenten waren Karl Popper und Adorno. Und kurze Zusammenfassung, Satz von Adorno, Popper würde sagen, diese Welt ist die beste aller möglichen und ich, Adorno, sage eben, dass es nicht die beste Welt aller möglichen ist. Ja? Also wir sind wieder bei der Ausgangsbehauptung von mir, der Einstieg in die marxische Theorie oder überhaupt in die kritische Theorie ist die Annahme und die Absicht, dass es ein Ende des Kapitalismus gibt, also dass dieses eben nicht die beste aller möglichen Welten ist. Gleichzeitig, also um zu verstehen, wie gesagt, immer noch großes Fass, was sind überhaupt die theoretischen Änderungen jetzt auch im bürgerlichen Lager? Sehr, sehr weit gefasst und auch nur ein paar Stichworte. Es gibt noch wesentlich mehr, gerade in der Soziologie. Die liberale, zum Teil auch linksliberale bürgerliche Theorie, akademische Theorie, reformiert sich, verabschiedet sich zusehends von einem konservativen Geist. Das heißt konkret eigentlich verabschiedet sich sozusagen von Resten des Rechtshegelianismus, der zumindest in Deutschland noch über die Soziologie konservativ hängen geblieben ist und amerikanische Einflüsse machen sich breit, wie gesagt, Liberale, zum Teil Linksliberale. Ich nenne nur ein paar Stichworte, damit man das ungefähr einordnen kann. Was auch Ende der 60er Jahre erscheint, ist dieses berühmte Büchlein von Marshall McLuhan. Er hat vorher schon ein paar berühmte Bücher, wichtige Bücher veröffentlicht, Gutenberger Laxis, Magischen Kanäle. Das Medium ist die Massage, ne, mit dem Druckfehler als Titel, das nicht das Medium, die Message ist, dieser wunderbare Bildband mit Quentin Fiori zusammen. Ich nenne nur einen Namen, also nicht um so Name-Dropping zu machen, sondern damit man so ungefähr klar hat, was diskutieren eigentlich die anderen, die nicht Marx diskutieren, die sich nicht darauf beziehen. Wenn es einen theoretischen Stichwortgeber gibt für das, was heute so im Großen und Ganzen Popkultur hat,
heißt, was ein Begriff ist, der zunächst aus der Kunst kommt, als Pop Art, in den 1950er Jahren eingeführt. Da gibt es einen amerikanischen Theoretiker, Buckminster Fuller, von dem kommt diese Redewendung vom Raumschiff Erde. Das ist der, der diese Wabengebäude gemacht hat, der zum Teil auch so stromlinienförmige Autos entworfen hat, von dem diese Redewendung kommt, weniger ist mehr. Sehr in den letzten Jahren wieder in die Diskursmode geraten, die Kybernetik, also Steuerungssystemtheorie. Der Steuermann, das ist der Kybernetiker, also wie man eigentlich maschinelle Verfahren auf Gesellschaft übertragen kann. Ja, gibt sehr kluge Bücher, Hans-Christian Dani schreibt darüber, wie sowas mitunter in Gefängnisorganisationen eingesetzt wurde. Dann seit den 60er, 70er Jahren mit sehr großem Erfolg rezipiert, geht schon in den 50er Jahren im Kino los, die Futurologie, also die Zukunftsforschung als ernst gemeinte Wissenschaft. Von Alvin Toffler zum Beispiel das Buch Zukunftsschock. Toffler selber war nachher Regierungsberater von Clinton. Ja, also das sind nicht Leute, die dann irgendwann verschwinden, sondern die haben Bestseller-Erfolge mit diesen Titeln. Oh, Zukunftsschock. Ne? Wir leben schon damals die These, die heute gang und gäbe ist, Geschwindigkeit. Wir leben zu schnell, um die technischen Neuerungen, die jetzt von der Zukunft schon auf uns zukommen, verarbeiten zu können. Und dann vor allem, das betrifft ja auch die kritische Theorie, mit dem sogenannten Linguistik-Turn, der auch Ende der 60er Jahre ins Gespräch kommt, die sogenannte, in der kritischen Theorie nennt man das so, kommunikationstheoretische Wende. Das ist dann Jürgen Habermas, über den ich jetzt nicht reden will, aber wo erstmal klar gemacht wird, hier gibt es ein Schiff, der wird bisher immer so beschrieben, sogenannte ältere kritische Theorie, da geht es um Versöhnung und beim Habermas geht es eben um Verständigung. Und das ist sein Hauptwerk 81, zweite Gebände, Theorie des kommunikativen Handelns. Das ist natürlich Fachsoziologie geblieben. Ja, also es hat jetzt keine größeren Debatten so erfahren, als dass es quasi in so ein Alltagsbewusstsein von Theorie eingegangen ist. Aber ich glaube, was die meisten von uns auch heute kennen, sowas wie Watzlawick, ja, man kann nicht kommunizieren, also solche Kommunikationstheorie, die auch zum Teil so aus mit behavioristischen Anleihen kommt und so quasi fast schon so auf Ratgeberliteraturebene menschliches Verhalten neu organisiert. Und das ist nicht unwichtig, meine ich, auch für den Einfluss, was sowas als quasi Theoriebestand, vielleicht auch Sozialtheoriebestand, aufs allgemeine Leben hat. Das ist nicht unwichtig, wenn man sich eben fragt, was passiert denn in den 70er Jahren? Also es geht ja eben nicht nur darum, diese neuen Produktivkräfte irgendwie zu organisieren, da gibt es ein paar 68er, die kennen sich mit Schulreform aus und die machen das dann, sondern in den 70er Jahren durch diese Wandlungsprozesse im sich stabilisierenden Kapitalismus trotz Ölkrise gibt es einen enormen Individualisierungsschub, der dazu führt, dass Menschen sich erstmals in kollektiver Weise, das ist wichtig, ne? Also nicht an sich erstmals, sondern in kollektiver gesellschaftlicher Weise und zwar durch alle Klassen hindurch, auch durch alle Schichten, wie man dann mittlerweile sagt, Lebensstile entwerfen können. Also sich ein eigenes Leben gestalten können. Und zwar von bis, mit Urlaubsreisen, zumindest auch, wenn die nie realisiert werden. Mit dem Wunsch, dass man Kataloge durchblättern kann, dass sowas wie Pauschaltourismus immer weiter gefestigt wird, dass der Keller in der Komfortwohnungssiedlungsblock ausgebaut wird zum Partyraum mit Südseetapete oder Waldtapete. Oder all sowas gehört mit dazu. Ja? Also dass man ein Leben organisiert, was nicht nur aus Arbeit besteht. Das führt aber gleichzeitig dazu, dass sozusagen die Arbeitsverhältnisse selber einer Normalisierung unterworfen sind und immer weniger so etwas wie Arbeitsverhältnisse problematisiert werden. Es gibt andere Bereiche, in denen man solche Veränderungen gewissermaßen des Abziehens von Marx beobachten kann. In der Theorie, davon möchte ich nur zwei große Bereiche nennen. Wer Kulturwissenschaften studiert,
hat, wird es kennen, aus Großbritannien kommt, die Cultural Studies. Das ist mittlerweile quasi das Türschild für Kulturwissenschaften im angelsächsischen Bereich. Das war aber in den 50er Jahren ein marxistisch orientierter Versuch, sich mit einer Neubestimmung des Kulturbegriffs mit veränderten Lebensweisen nach 45 auseinanderzusetzen, als Marxisten, mit all den Problemen, die dazugehören. Und dieser Bezug auf Marx, der wurde nach Raymond Williams und Hogarth, was so die beiden, gelten so als die beiden Gründungsväter, wurde nach und nach rausgezogen, sodass er eigentlich schon, selbst wo sie noch die Cultural Studies mit Stuart Hall sehr kluge, radikale Forschung gemacht haben, schon Ende der 60er Jahre, zumindest in der Rezeption, zu verschwinden drohte. Er kommt in den 70ern nochmal wieder mit Thatcher, aber das wird schon nicht mehr übersetzt. Bis heute sind diese Texte nicht übersetzt. Der zweite Bereich, wo man das sehen kann, ist genau dieser Wandlungsprozess, der sich vollzieht in Frankreich. Man redet in Frankreich für die 50er Jahre von den sogenannten Sartre-Jahren, also der Existenzialismus von Jean-Paul Sartre, aber auch Camus und Simone de Beauvoir hatten einen großen Einfluss, aber vor allem Sartre so als Person, schon in den 40er Jahren gehabt. Ende 30er geht das los und in den 50er Jahren sind eben diese Sartre-Jahre und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es gibt nachher von Foucault diese Neubestimmung des Intellektuellen, dass er sagt, was Sartre repräsentiert, ist der universelle Intellektuelle und sowas wird es nicht mehr geben. Ne? Also sozusagen eine repräsentative Figur, die sich anmaßt, über alles reden zu können, über alles Bescheid weiß und die mit zu Franz Fanon Vorwort schreibt und irgendwie die RAF-Gefangenen in Stammheim besucht und so weiter und ansonsten noch Theaterstücke schreibt. Also so ein Universalgelehrten, das ist einfach ein anmaßender Anspruch. Und was man stattdessen machen müsste, auch in Form der Theorie, sagt Foucault, ist, dass man als spezifischer oder spezieller Intellektueller eingreift und die Theorie auch nicht mehr als gewissermaßen Welterklärungsmodell von oben herab liefert, also als jemand, der Bescheid weiß und das so den doofen Leuten erklärt, so ist die Welt, sondern die Theorie ein Werkzeugkoffer ist und jeder sich was rausnehmen kann. Beispiel dafür sind, Foucault hat als eines seiner großen Werke in den 70er Jahren über Wachen und Strafen, wo er über die Veränderungen im Strafwesen schreibt, bis hin zu den Gefängnissen und der Problematik der Gefängnisreform. Und dann war er selber aktiv in den Gefangeneninformationsgruppen. Und hat aber dann nie gesagt, liebe Gefangenen, ich sage euch mal, wie das Gefängnis funktioniert, sondern ist immer davon ausgegangen, dass die sich seiner Theorie bedienen können oder es eben auch lassen. Also das nur zur Erklärung dieses Unterschieds, der sich da abzeichnet. Und das ist ein Unterschied, während Sartre, ich will das nicht beurteilen, sondern nur skizzieren, während Sartre in den 50er Jahren als Existenzialist oder Existenzialist und gleichzeitig mit großen Ambitionen und einer großen Marx-Rezeption sich mit zwei großen Parteien auseinandersetzen musste, nämlich einerseits mit dem Katholizismus in Frankreich und andererseits mit dem Marxismus der kommunistischen Partei, ist das eine Problematik, die ist sozusagen in den 70er Jahren vollständig verschwunden. Also jemand, der sagt, eine Theorie ist nur noch so ein Werkzeugkasten, wo man sich draus bedient, der ist nicht mehr in der Not, dass er jetzt sagen muss, hier, wie hältst du es jetzt mit dem Katholizismus oder ist der Humanismus mit dem Katholizismus vereinbar, den du vertrittst? Und das scheint mir ein sehr wichtiger Wandlungsprozess zu sein, dafür, dass der Marxismus da zunehmend aus der Theorie heraus verschwindet und auch aus der Subjekttheorie heraus verschwindet. Also mit dem Scheitern der 68er-Bewegung und einer vorschnellen Verabschiedung gewissermaßen des eigenen Emanzipationswillens, also mit dem Scheitern der Idee, sich selber handlungsfähig zu machen und auch handlungsfähig zu halten gegen die herrschenden Verhältnisse, was natürlich viel leichter gesagt ist als getan ist.
Also eigentlich mit dem Überlesen von dem, was Marcuse forderte als große Weigerung. Ne? Wie gesagt, das ist eine große Parole und das sagt man dann so, ja, große Weigerung, warum habt ihr das nicht gemacht? Aber dass das gewissermaßen partiell den Geist von 68 bestimmte und dann aber in den 70er, 80er Jahren sich weitgehend reduzierte auf irgend sowas wie ja letztendlich Kulturveranstaltung, wo man sowas noch hat, ne? Wie das heute so ist. Also ich meine jetzt nicht unbedingt die Fusion, aber man kennt das ja irgendwie so. Also man natürlich soll man Unterhaltung haben und dann denkt man, ach, so könnte die Welt auch immer sein. Ja, also dass diese Genügsamkeit da ist, die hat wesentlich mit dazu geführt, dass letztendlich auch die Theorie offen wurde für eine völlige, einen völligen Kurswechsel in der Subjekttheorie. Nämlich eigentlich ein Fallenlassen der kritischen Theorie als Subjektkritik und Herrschaftskritik oder Subjektkritik als Herrschaftskritik, dahingehend, dass jetzt die Theorie eher versuchte, das, was von Derrida überliefert wurde, als Dekonstruktion, so etwas wie Subjekt und Subjektivität zu dekonstruieren oder überhaupt mal zu untersuchen, was sind die gesellschaftlichen Bedingungen dafür, dass wir überhaupt von Subjekt reden. Und was da passiert ist, ich will es nicht bewerten, sondern nur diesen Umschwung aufzeigen. Was da passiert ist, dass Theorien entstanden sind, die als Theorien, um sie sozusagen wieder in politische Praxis zu überführen, viel größere Übersetzungen brauchen als die Marx'sche Theorie. Viel größere Übersetzungen deshalb, weil das Theorien sind, die eben nicht mehr auf Herrschaftskritik setzen, sondern auf Machtanalytik setzen. Das heißt, die in der Analyse von gesellschaftlichen Verhältnissen nicht von den gesellschaftlichen Verhältnissen selber ausgehen, sondern erstmal davon ausgehen, dass gewissermaßen die Theoretikerin und der Theoretiker im Beobachten von vermeintlichen gesellschaftlichen Verhältnissen diese Verhältnisse bereits diskursiv setzt und die untersucht werden müssen. Also um das so ein bisschen zu skizzieren, was das meint, sehr einfach. Der klassische Feminismus sagt, hier gibt es eine Ungerechtigkeit, Frauen werden anders behandelt als Männer. Jetzt sehr simpel, ist auch sehr verkürzt, aber ich will diesen Unterschied einfach deutlich machen. Was dann kommt über den sogenannten Postfeminismus und eben die Gender Studies, ist eben die Frage, wie gebrauchen wir denn überhaupt die kategorial geschlechtlichen Zuweisungen von Mann und Frau? Also bevor wir fragen können, wo wird die Frau als Frau unterdrückt im Sinne von Frauen bekommen weniger bezahlt als Männer, wie auch immer, oder sind für die Hausarbeit da, ist dieser Kritik, die auch da ist, vorgelagert erstmal die Frage, wie wird hier Frau, und zwar nicht als gesellschaftliche Rolle, das wäre die alte Position, Frau definiert über einen bestimmten Diskurs, der das, was Frau als geschlechtliche Zuweisung meint, überhaupt entstehen lässt. Also das heißt, die Kritik wird sozusagen, ja, jetzt könnte man entweder sagen, zurückgezogen oder erweitert auf die Ebene von Sprachkritik. Ich meine, die kritisch-theoretische marxistische Position wäre, dass es ein Rückzug ist, also dass es eigentlich eine Reduktion ist, sich in dieser Weise gewissermaßen dem Linguistik-Turn hinzugeben. Die dann in Anführungszeichen poststrukturalistische Perspektive wäre, nee, genau das ist aber der kritische Zugewinn. Also dass wir gewissermaßen ernst machen mit der Anweisung von Habermas, kritische Theorie heißt, dass ich die normativen Grundlagen meiner Kritik ausweisen kann, dass wir genau das beziehen auf die nicht nur Begriffe, die wir in der Analyse benutzen, sondern auf letztendlich die Analyse und ihre Methodik selbst. Und das führt, was immer man davon theoretisch halten mag und wie immer das auch kompatibel ist mit irgendwelchen Forschungsfragen, die man verfolgt in seinen universitären Laufbahnen, das führt
zumindest erstmal, was ich eben meinte, zu einer viel größeren Übersetzungsnotwendigkeit solcher Theorie für politische Praxis, es sei denn, man ist unmittelbar von dem, was diese Theorien ausweisen, von solcher Praxis betroffen. Also das meint jetzt auch wieder sehr lapidar, wenn ja, also Kritik des Rassismus, dafür braucht man keinen Strukturalismus, dafür braucht man eigentlich nicht mal Theorie. Aber wenn ich, was ich jetzt nicht bin, vom Rassismus betroffen wäre, dann wäre für mich der Weg zu einer poststrukturalistisch, wie man so neudeutsch sagt, informierten Analyse dieser rassistischen Verhältnisse viel naheliegender als eben für jemanden, der davon nicht betroffen ist und gewissermaßen diese Übersetzungsleistung, diese Theoriearbeit rein abstrakt vollbringen muss. Das ist erstmal nichts Neues, also dass Theorie immer was mit Erfahrung zu tun hat. Das ist aber insofern relevant, weil das einen grundsätzlichen Wandlungsprozess markiert, der ab 68 sich allgemein vollzogen hat, in Lebensverhältnissen, aber auch in Theorieverhältnissen, nämlich, dass die Theorien einschließlich der Marxischen mit all den Verzerrungen, die es gegeben hat, die kritische Theorien waren, die davon ausgingen, dass es so etwas wie ein gesellschaftliches Ganzes gibt, also dass es eine Totalität gibt, dass es gleichzeitig das als Kernproblem einer jeden Theorie gibt, einer jeden kritischen Theorie gibt, dass diese gesellschaftliche Totalität nicht einfach greifbar ist. Also dass man nicht einfach sagen kann, hier ist der Raum, hier sitzen so und so viele Leute und ich kann eindeutig sehen, die Struktur, die alle zusammenhält, ist eine abstrakte Wertvergesellschaftung oder so. Also diese Verhältnisse sind ja nicht sichtbar. Die sind ja nicht mal sichtbar beim Einkaufen, wenn wir das Geld über die Kasse schieben. Aber das gleichzeitig als grundsätzliche Annahme, die auch durchaus argumentiert war und ist, zumindest seit Hegel ja auch im idealistischen Systemgedanken beinhaltet ist, dass es eben eine gesellschaftliche Totalität gibt. Und von dieser Idee der Totalität wurde sich mit der sogenannten poststrukturalistischen Theorie verabschiedet, so als ein signifikantes Merkmal. Was in der Konsequenz heißt, da kann man erstmal sagen, ist ja nicht schlimm und tatsächlich, ich muss ja irgendwo anfangen zu kritisieren, ich brauche noch keine Theorie des Ganzen. Was aber erstmal bedeutet, dass es zum Beispiel, und ich meine, das ist etwas, was man heute sehen kann, für die Frage, was macht den Kapitalismus als Kapitalismus eigentlich problematisch, überhaupt nicht mehr zugänglich ist, eben zu sagen, hier gibt es eine Kritik der politischen Ökonomie, die ist zwar schon 150 Jahre alt, aber gleichzeitig sagt die sehr viel über die Struktur der Verhältnisse, die wir heute haben, auch wenn diese Struktur als Struktur nicht sichtbar ist. Die sagt sehr viel über diese Struktur, gerade über die Erfahrung, die wir mit dieser Struktur machen, auch wenn die Erfahrung, die wir machen, nicht unmittelbar in dieser Theorieerkenntnis aufgeht. Ja, es ist ja kaum so, dass man, also es ist ein Glücksfall, wenn man irgendwie Marx liest und denkt so, stimmt, das habe ich letzte Woche auch erlebt. Ja, also gleichzeitig ist es aber so, wenn ich jetzt sowieso nicht mehr davon ausgehe, eine Theorie zu benötigen, die mir Welt als Ganzes erklärt, dann gewinnt die Frage nach dem Ende des Kapitalismus auch eine andere Kontur, nämlich dann heißt Ende des Kapitalismus nicht mehr unbedingt, dass die Welt als Ganze damit verändert wird. Dann kann das auch heißen, dass das kleine Stellschrauben sind, die irgendetwas in einem vielleicht gar nicht mehr systematischen Zusammenhang verändern, ohne dass damit eine Totalitätsveränderung zustande kommt. Der Verdacht, warum man sich davon distanziert hat, war ja, dass diese Annahme der Totalität, der gesellschaftlichen Totalität, bei Marx heißt das konkrete Totalität, das ist ein Begriff, den Lukács dann übernimmt 1923 in Geschichte und Klassenbewusstsein, dass diese Annahme der Totalität im Kern selber einen Theorietypus kennzeichnet, der totalitär ist. Also, dass man mit dieser Annahme der Totalität Voraussetzungen treffen muss, die selber totalitäre Zurichtung sind, zum Beispiel auch von Subjekten. Also totalitäre Zurichtung etwa dahingehend, dass Marx
ich komme zum Anfang zurück, sagt Humanismus gleich Naturalismus, was voraussetzt ein bestimmtes Menschenbild und was voraussetzt, dass man dieses Menschenbild auch definiert. Das war zumindest die Kritik des sogenannten Essentialismus, also dass man essentialistische Bestimmung machen muss von dem, was Totalität darstellt. Und davon wollte man sich bewusst verabschieden. Das heißt, die Frage, die subjekttheoretische Frage nach dem revolutionären Subjekt wurde zumindest in dieser Theorieentwicklung insofern aufgegeben, nicht deshalb, weil der Anspruch auf Revolution aufgegeben wurde oder der Anspruch auf eine irgendwie geartete Veränderung, sondern weil letztendlich der Anspruch aufgegeben wurde, als zumindest auf der Grundlage von Subjektivität handlungsfähiges Individuum sich zu emanzipieren. Und hier mache ich mal einen Schnitt. Sehr abrupt.